Moini und willkommen zu einer neuen Reaction. Wir reagieren heute auf Alphasteins neuen Song. Alphastein kenne ich ja persönlich von der YouTuber-Insel und der hat einen Song gebracht, der heißt Konto leer. Ich könnte jetzt ein bisschen Mist labern, aber ich meine, dass er ihn mir schon mal gezeigt hat, privat. Könnte aber auch gelogen sein. Featuring ist auch drin mit Schmocki, den kenne ich auch, dazu kann ich später noch was erzählen. Like und Abo ist natürlich da, so wie hier auf diesem Kanal. Und wir schauen es einfach mal an, let's go. Oha, einfach ein Techno-Song. Und ein cooles Musikvideo, also das gefällt mir schon ziemlich gut. Hier auch mit Mods, let's go, Alphastein. Leute, ich muss den Beat nochmal hören. Der klingt echt krass. Der klingt so Techno-Dance-mäßig. Oha. Okay, also er ist in einer Stadt und der Song heißt Konto leer. Also geht es wahrscheinlich um, dass das Konto leer ist. Ich hoffe, mein lieber Alfi, das ist nicht im echten Leben so. Das wäre nämlich sehr blöd. So. Okay. Der Beat ist schon krass. Der Beat ist ultra krass. Auch, also, das ballert so richtig. Das ballert richtig heftig. Ich muss auch Props sagen an Alphastein, der macht echt crazy, krass, coole Mod-Sachen. Aha, auch hier im Cut, da wurde sich abgewechselt. Boah, ich kann gerade gar nicht sprechen. Oha, einfach einen echten Lambo da im Background. Schon krass. Ja, bisher würde ich sagen, also der Beat ballert krass. Ist halt ein typischer Alphastein-Song. Also das würde jetzt nicht im Radio, denke ich mal, laufen. Ne? Und ja, okay, weiter geht's. Dein Konto ist leer. Okay, jetzt kommt die zweite Strophe. Nee, ich glaube, ja, nee, jetzt kommt die erste Strophe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bin ja gar nicht hier informiert. Okay, was hat Alfi zu sagen zu seinem Song? Ich gehe mit guter Laune aus meinem harten Bett heraus. Wait. Wait. Ich gehe mit guter Laune aus meinem harten. Ist das Flauschi Skin? Was macht Alphastein bei Flauschi? Oder andersrum? Das ist sus. Das ist sehr, sehr sus. Lol, ja, die Vögel zwitschern, ja. Und hier ist einfach Ente im Baum. Geil. Boah, ich habe gerade auch so Hunger. Ein paar von euch machen ja gerade den Ramadan mit und ich mache da auch gerade mit. Und ich muss sagen, ich habe so doll Hunger. Es ist 5:30. Ich muss bestimmt noch über eine Stunde warten. Ich weiß nicht so genau. Und ich habe auch richtig heftig Hunger seit Stunden. Oh mein Gott. Also mache ich mich auf den Weg zu meinem Lieblingssupermarkt. Such mir 5 Sterne Essen aus und ziehe meine Amex raus. Jetzt muss ich sein, ich hab ein Problem. Denn mein Konto ist leer. Yeah. Ein sehr geiler Song. Ich finde das irgendwie funny. Und vor allem diese Hook, die ist so geil. Die geht so geil ins Ohr. Also das klingt schon cool. Hier ist Schmocki.
Schmocki ist auch so ein richtig krasses YouTube-Urgestein. Und so Schmocki war so einer der ersten YouTuber, mit denen ich so mal geredet habe, neben Ben. Weil Ben und ich, wir kannten uns ja schon ziemlich lange durch so kleine Serverprojekte und sowas und Sachen, die ich ihm so gebaut habe und bla. Und da war auch Schmocki dabei. Und damals hatte Ben ja so einen Minecraft-Server, RandyMC, vielleicht kennen ihn einige noch. Und da habe ich ja auch ganz viele Sachen übernommen mit Bauen und so. Und Schmocki, sagt Ben bis heute, leider war ich nicht der Grund, aber Schmocki war für Ben der Grund, einen Server aufzumachen, weil er ihn halt dazu ermutigt hat. Ich bin immer noch der Meinung, dass ich Ben auch belabert habe, dass er einen Server machen soll. Aber Ben kann sich daran leider nicht mehr erinnern. Deswegen ist es leider Schmocki. Aber Schmocki singt auch viel. Sie macht ganz viele Sachen und der ist auch übelst lange dabei. Also, Schmocki kenne ich bestimmt schon so lang wie Ben. Also ein bisschen kürzer, aber schon ziemlich lang. Okay. Und jetzt kommt Schmocki. Mit dem S hier drauf. Ich bin gespannt, was er jetzt draus machen kann, weil der kann musikalisch was. Der liebt Musik. Gib niemals auf, denn ich glaub an dich. Ja. Hol dein Sparschwein raus, es enttäuscht dich nicht, wie du ihn. Oha, ein kleines Sparschwein, wie cute. Münzen gefüttert hast, durch harte Zeiten ging's, war so krass, also nimm den Mut zusammen, denn du musst es heute tun. Nein, er muss sein Sparschwein plündern. Uff. Notfall kannst du mir schreiben, dann werde ich was überweisen. Moment. Oha, ja gut. Oh mein Gott, das erinnert mich gerade so heftig an gestern. Das erinnert mich so heftig an gestern, weil gestern war ich essen und das war mir so unfassbar peinlich wieder, weil ich habe, einerseits habe ich ein Geschäftskonto, andererseits habe ich ein Privatkonto und ich überweise mir halt so nicht so krass viel Geld auf mein Privatkonto, damit ich halt nicht so verwöhnt werde oder so. Und deswegen versuche ich mir so viel auszuzahlen, wie man halt als normaler Mensch mit meinem Ausbildungsberuf, so mit meinem Know-how verdienen würde. Damit ich halt auch mit weniger Geld klarkomme und nicht zu viel verprasse. Aber manchmal kann es halt sein, dass ich halt vergesse, mir was zu überweisen. Und das ist gestern passiert und ich war gestern essen und ich so zu Till, also meinem Freund, ich zahle, kein Problem. Und dann wollte ich so meine Karte nehmen und wollte so zahlen. Und dann zahle ich so und dann steht da so ein fettes rotes X und dann steht da Konto nicht gedeckt. Also es stand da. Dabei war mein Konto eigentlich gedeckt. Es war halt nur mein Privatkonto und ach Mann, das war so peinlich. Und dann musste doch Till zahlen, weil ich keine andere Karte dabei hatte. Das war super peinlich. So, und jetzt geht's, glaube ich, wieder in die Hook. Es wurde abgelehnt. Mein Konto ist leer. Lediglich ist es einfach leer. Ich bin so mies, Bro. Oh. Dachte, ich wär Millionär. Was war gestern nur los? Wer kann mir das nur erklären? Okay. Hab mit den Freunden Spaß, doch jetzt jetzt geht kann gar nichts nichts mehr. mehr. Mein Konto ist leer, Digga, es ist einfach leer. Ich bin so mies, Bro, dachte ich wär Millionär. Yeah. Was war gestern nur los? Wer kann mir das nur erklären? Hab mit den Freunden Spaß, doch jetzt jetzt geht geht gar gar nichts nichts mehr. mehr. Oh mein Gott. Cooler Song, echt cooler Song. Ich feier das. Jetzt überall Stream. Schmocki auch dabei. Okay. Bei Joms gemixt und mastered, das macht Joms auch immer für mich. Und auch echt cool gemacht, so Musikvideo und alles, ist alles super cool geworden und das kann Alfie auch mega, mega, mega gut. Und der Beat, wie gesagt, der Beat hat alles zerrissen, Leute. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's mit der heutigen Reaction auf Alpha Steins Song. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Lasst uns auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, morgen Abend. Haut rein und bis morgen. Ciao!